Zum 19. Adventskalendertag und wir starten mit dem hier und hier war guter Start heute drin. So, und dann schaue ich mal, die 19 haben wir hier unten und hier haben wir heute wieder ein Rezept, super, und die Schokolade ist komplett dunkel und oben drauf sieht sie sogar noch ein bisschen dunkler aus. Da ist wieder so eine Nuss-Nougat-Creme drin. Sehr lecker. So, und dann schauen wir mal, was für ein Rezept wir da haben. Heftig, deftig, lecker. Ohne ihn ist es kein richtiges Weihnachtsbuffet. Für die meisten Schweden gehört zum traditionellen Weihnachtsessen, dem Julbord, auch der Julschinken dazu. Diesen gibt es auch im Schwedenshop, fertig zu kaufen. Hier gibt es das Rezept für diesen köstlichen Klassiker. Ja, und das ist mal überhaupt gar kein Rezept für mich, weil der wird nämlich aus Schweinebraten gemacht mit Schwarte. Früher habe ich sowas total gerne gegessen, ehrlich gesagt. Ja, und hier einmal das Rezept für euch. Und einmal weiter. So, das war das. Ich hoffe, das Ding geht nicht wieder an auf einmal. Ich erschrecke mich hier wieder total. So, ihr darf schon mal an die Seite. Und heute mache ich dieses hier zuerst auf. Das ist irgendwie so ein, fühlt sich an wie so ein Förmchen, aber ist sehr fest. Scheint in der Mitte nämlich cool zu sein. Hier ist aber auch noch irgendetwas. Das kann ich überhaupt nicht einordnen, was das sein soll. Keine Ahnung. Und hier ist irgendwie so eine Pappe und hier scheint irgendwas drauf zu sein und hier ist noch irgendwas Weiches. Ich kann es überhaupt nicht sagen, was das sein soll. Ich gucke einfach nach. Klebt hier heute. So, und jetzt schaue ich mal. Ja, da lag ich mit meinem Förmchen gar nicht so schlecht. Ach, cool. Ja, wieder Faultiere. Und hier haben wir Muffinförmchen mit Faultieren. Voll geil. Ja, mega schön. Kokett. Backförmchen aus Papier, backfest bis 220 Grad, 40 Stück sind drin. So, und hier haben wir anscheinend noch Puffkleber und ich würde sagen, das sind so Planeten bzw. Sternzeichen Aufkleber. Ja genau, hier hinten steht, sind die auch nochmal drauf, ich hole die mal raus, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, und hier sind dann so ein paar Universum-Planeten und hier haben wir Sternzeichen, allerdings Sternzeichen anscheinend, die es nicht wirklich gibt, weil hier ist nämlich da so eine fliegende Ente oder was das sein soll drauf. Das kenne ich als Sternzeichen nicht. Hier sind ein paar verschiedene Planeten und das hier kenne ich auch nicht als Sternzeichen. Also zumindest nicht in unserem Kalender. Vielleicht gibt es das in einem anderen Kalender. Das kann natürlich gut sein. So, und ich entblätter das hier mal so ein bisschen. Und hier ist einmal so ein
Detail, da sind hier so ganz viele Sternzeichen drauf, die ich auch alle noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also kann gut sein, dass es diese Sternzeichen hier tatsächlich gibt und ich kenne sie nur einfach nicht. Obwohl hier, das hier ist aber eins, was jeder kennt, das ist hier die Waage. Das kennt man. Und hier ist Widder, Steinbock, irgendwie sowas, also mein Sternzeichen eventuell. Aber das hier und dieses hier, das kenne ich jetzt nicht. Das kommt wahrscheinlich aus irgendeinem anderen Tierkreis. Ja, naja, und das Highlight sind natürlich die Muffinförmchen, ist ja klar. So. Ja, hier bin ich echt komplett überfragt, was hier drin sein könnte. Okay, hier haben wir einmal solche Blümchen-Filzteile. Ja, cool. Und dann haben wir hier ein großes Blümchen zum Aufhängen. Und das passt ein bisschen zu dem Blümchen, die ich von Miss Fruchteis gekriegt habe, die ich für das Mixed Media benutzt habe. Total witzig, als wenn die beiden sich echt so ein bisschen abgesprochen hätten bei manchen Teilen. Ne? Und hier haben wir ganz süße Sticker drin, und zwar mit Igelchen in der Schneekugel, wobei hier gar kein Schnee mit drauf ist, aber ich gucke auch mal, ob das nur Igelchen sind. Nein, hier sind auch noch andere. Hier haben wir die süßen Igelchen, dann haben wir solche Igelchen hier. Ich zeige euch das gerade mal. Da. Ich mache hier ein bisschen höher, dann könnt ihr es besser sehen. So. Und den anderen Igel hattet ihr, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, richtig? Ne? So sieht er aus. Und diesen hier. Und hier ist so ein süßer kleiner Fuchs drin. Und noch ein anderer. Ein Pinguin, ein Häschen, diesen Pinguin hatten wir schon gesehen, und hier haben wir noch so einen Pinguin. Ja, sehr, sehr süß sind die auf jeden Fall, die sind echt niedlich gezeichnet. Bild. Ja, und das war schon wieder ein Tag vom Adventskalender. Ja, und jetzt sind es ja nur noch ein paar Tage und dann haben wir schon Weihnachten. Wahnsinn. Ja, und ich bin ganz gespannt auf das Video von Miss Fruchteis heute. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, ich sag bis morgen und tschüss.